Professor Wurmser, Sie schreiben, die Psychoanalyse ist vergleichbar mit dem Aufstieg auf einen Berg. Dieser Aufstieg ist der fortschreitende Weg zur Selbsterkenntnis, die erst in die Freiheit der Handlungen und in die Autonomie des Urteils sich entwickeln lässt. Können Sie diese Analogie für uns nochmal verdeutlichen? Ja, es ist ein Bild, das mir oft in der Arbeit mit Patienten als Metapher vorgekommen ist. Und zwar gehe ich davon aus, dass man ja so oft das gleiche Problem wieder und wieder antrifft. Die gleichen Erlebnisse, die gleichen Traumata, die gleichen Konflikte in leicht verkleideter Form neu sieht. Und es scheint dem Patienten und auch dem Analytiker oft so, als ob es einfach sich um Wiederholung handelt. Und das Bild, das mir dabei einfällt, ist, dass es wie die Serpentinen ist, die man bei einer Berg- oder Passwanderung begeht. Nämlich, man steigt auf, hin und her, hin und her, und jedes Mal eröffnet sich der gleiche Blick, aber etwas in leicht veränderter Form. Bei jeder Kehre hat es sich etwas erweitert, etwas verschoben. Und je höher man kommt, desto weiter und tiefer der Blick, desto schöner, größer, gewaltiger wird es. Und diese Serpentinenwanderung ist, was mir ein sehr glückliches Bild für die mühselige Arbeit des Durcharbeitens der inneren Probleme beim Patienten und bei uns selbst ist. Dazu kommt dann eine weitere Ähnlichkeit. Es ist ein sehr anstrengender Aufstieg. Nämlich, man muss wirklich tief Atem holen und riesige Geduld haben und viel Mühsal auf sich nehmen. Ich will nicht sagen Schmerz, das muss überhaupt nicht sein, aber es ist eine mühselige, schwierige Arbeit an einem selbst und mit dem anderen, und das gleicht dem Aufstieg auf eine hohe auf einen hohen Berg. Und drittens, man soll nicht viel schwatzen. Es ist ein besinnlicher Weg, wo das Schweigen auch sehr nötig ist. Ich habe gelernt, wenn man in den Alpen wandert, soll man nicht reden. Wenn Patienten mir Fragen stellen, dann überlege ich mir, was ist am hilfreichsten? Soll ich sie beantworten? Jetzt soll ich sagen, schauen wir zuerst an, was Ihnen in den Sinn kommt, oder ich warte einfach ab. Es hängt einfach davon ab, wie die Beziehung ist. Aber das ist eine Nebenfrage zu dem Thema Schweigen. Was würden Sie sagen, ist denn dann das Ziel dieser Psychoanalyse? Man bewegt sich auf ein bestimmtes Ziel zu. Es geht ja sicherlich nicht darum, ein absolutes Ziel zu erreichen, sondern man bewegt sich ja sozusagen in einem bestimmten Zielkreis. Ja, ich habe immer die Antwort bereit, dass es sich nicht darum handelt, äußere Anpassung zu erreichen. Das kann nicht das Ziel sein. Es kann nicht einmal das Ziel sein, unbedingt alle Symptome zu beseitigen. Aber was ich als Inhalt der Psychoanalyse, als inneren Sinn sehe, ist, größere innere Freiheit zu erreichen. Damit sind eigentlich die anderen eben erwähnten Ziele schon mitenthalten. Symptome bedeuten Unfreiheit. Probleme mit der Anpassung, die man möchte, aber nicht erreichen kann, sind Probleme der Unfreiheit. Aber wenn man den Blick auf Symptome oder Anpassung richtet,
versäumt man das Wichtige. Ich glaube, es geht darum, innere Konflikte zu bearbeiten, innere traumatische Erlebnisse mit dem anderen zu teilen in all den Schattierungen, um eine größere innere Freiheit zu erreichen. Und dann fallen die Stücke in ihren Platz. Pieces for, oder die Stücke fügen sich in einem Zusammensetzspiel allmählich zusammen. Inwiefern verbindet sich dann diese Freiheit mit Individualität? Mit Individualität? Ja. Je freier, umso individueller. Und was ist das Besondere in der Suche nach Individualität, was gerade die Psychoanalyse leistet im Vergleich zu anderen Prozessen, die vielleicht auch Individualität ermöglichen? Wenn man den Brennpunkt auf die Individualität legt, sieht man davon ab, was die Blockierungen sind, die meines Erachtens durch zwei Begriffe bezeichnet werden können, Konflikt und Trauma. Es sind die Traumata, also die schmerzlichen Erlebnisse, und es sind die inneren gegensätzlichen Strebungen, die nicht versöhnt werden können, die die innere Verwirklichung der Individualität immer wieder behindern. Wenn wir fokussieren auf Individualität, dann überspringen wir das, was im Wege steht. Das hilft nicht. Man muss die Hindernisse ausräumen, die im Weg stehen. Und das ist das, was ich eben beschrieben habe. Und was gehört zu einer echten Individualität dazu? Ja, also ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ist nur ein Teil der Antwort auf die Frage nach der Individualität. Je mehr ich es mir überlege, gehört dazu die Beziehung zum anderen. Das Ich für sich allein ist ein leeres Gehäuse, eigentlich fast, um ein Bild des Zohar zu brauchen, wie ein Tongefäß, in dem eine Münze klingelt. Eine echte Individualität bedarf der innigen Beziehung zum Du. Das können mehrere Leute sein, das ist nicht etwas Ausschließliches. Darum eigentlich auch wieder das Thema der Eifersucht als etwas der Beziehung und der Individualität Feindliches, der echten Liebe Feindliches. Man kann sehr wohl mehrere Beziehungen, tiefe Beziehungen haben, die einer miteinander gar nicht im Konflikt stehen müssen. Ausschließlichkeit und Treue sind nicht dasselbe. Man kann sehr wohl einer Person zutiefst treu sein, ohne dass diese Beziehung ausschließlich sein muss. Aber mir scheint die Tiefe der Beziehung zu einem oder ein paar anderen Menschen enorm wichtig zu sein für die Entwicklung der Individualität. Und Individualität für sich gesehen ist wie ein Schemen, wie ein Schatten. Es braucht die volle Substanz der Bezogenheit. Wie kann man die Beziehung zum anderen, wie kann man die einschätzen, in welcher Qualität man sich da in dem Fall bewegt? Weil jeder wird ja Beziehungen zu anderen Menschen aufrechterhalten oder in irgendeiner Form leben. Und Sie sprechen ja dabei qualitative Unterschiede an. Wie kann man sich die verdeutlichen? Ja, die qualitativen Unterschiede sind ganz enorm. Nämlich der große Unterschied, und das geht jetzt wieder zurück zum Thema Liebe, ist, wie weit man dem anderen die gleiche Freiheit zugesteht, die man sich selber zumisst. Dass man dem anderen genau das gleiche Maß an Wohl und an Glück gönnt, wie man es für sich selbst wünscht. Dass man den anderen nicht braucht wie ein Instrument, dass man den anderen nicht besitzt wie ein Gut, sondern dass man den anderen als
eine völlig freie Person erlebt und fördert in seiner oder ihrer Freiheit, das Nicht-Brauchen, das den anderen nicht als Instrument brauchen. In Fantasien? Absolut. Man kann sogar darüber sprechen, aber es ja nicht tun. In der Fantasiewelt, alles ist erlaubt. Im innigen Austausch, alles ist erlaubt. Aber im Handeln, im Tun, besteht diese tiefe Notwendigkeit, die Freiheit des anderen zu respektieren. Ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, was eine echte Ich-Du-Beziehung ausmacht. Wenn ich über die Ich-Du-Beziehung spreche, denke ich zurück an den großen jüdischen Philosophen Martin Buber, den ich noch persönlich vor über einem halben Jahrhundert, 1951, also vor 60 Jahren, kennengelernt habe. Und durch der mich geistig immer wieder durch mein Leben begleitet hat. Mit langen Unterbrechungen, wo ich wenig seiner gedachte. Aber er war eine der Gestalten, die mein Leben tief bestimmt. Eine von vielen wichtigen Gestalten. Und für ihn war ja die Ich-Du-Beziehung zusätzlich zu der Ich-Es-Beziehung entscheidend wichtig. Und eben das Ich-Du ist das, was man im besten Sinn als Liebe bezeichnen könnte. Dieses tiefe, oft wortlose Begegnen des Anderen, das mit Freiheit und dem Anerkennen des vollen Potenzials des Anderen einhergeht. Also es kann also sein, dass wenn man diese Reflexionsmechanismen jetzt nicht für sich verwirklichen kann, dass man im Prozess der Ich-Du-Beziehung mit dem anderen den anderen verletzt, indem man ihm sozusagen seine Freiheit nimmt. Ja? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Was passiert da? Was tue ich sozusagen, wenn ich in diesen, sag ich mal, falschen Weg dann in dem Moment gehe? Ja, und das führt eigentlich auch wieder zu dem Thema von Individualität und Freiheit zurück und der inneren Arbeit, die in der Analyse oder in der Selbstanalyse erfolgen soll. Aus unbewussten Gründen wiederholen wir ja immer Muster aus der Vergangenheit und die interferieren mit der echten Beziehung zum anderen. Unsere neurotischen Bedürfnisse missachten die Bedürfnisse des anderen und da ist immer unweigerlich ein Element davon vorhanden. Aber wenn wir uns dessen gewahr werden, wenn wir uns zurücknehmen können und es in Worten sagen können, die wir mit dem anderen teilen, aber nicht in Forderungen, dann können wir es entgiften. Aber wenn diese Ansprüche, diese Besitzansprüche, die Eifersucht, die Neid, der Neid, der Hass, die Rachsucht, die das Besitz ergreifen wollen, das brauchen wollen, wenn die eindringen in das tatsächliche Verhältnis und es zu beherrschen suchen, dann zerstört das die Würde und die Liebe des anderen. Es macht Vertrauen unmöglich. Liebe ohne Vertrauen gibt es nicht. Und wenn das Vertrauen zerstört wird durch eben diese neurotischen Ansprüche, dann ist sehr, sehr viel zerstört. Und dass die innere Arbeit, selbstanalytisch oder analytisch, zielt darauf ab, dass das so wenig wie möglich geschieht. Es, wie gesagt, völlig frei von solchen Konflikten ist man nie, von solchen Wiederholungen ist man nie. Aber das auf ein Minimum zu reduzieren, ist das Wesentliche. Vielen Dank. Ja.